Polizeibereit. Wir reiten zurück, zurück durch die Zeit. Wir retten die Vergangenheit. Was gestern geschah, ist bald nicht mehr wahr. Doch hab keine Angst, die Rettung ist nah. Denn jetzt sind wir ja da. Drum halt dich bereit, gleich ist es soweit. Wir reisen zurück, zurück durch die Zeit. Wir retten die Vergangenheit. The Adventurers! Komm, halt dich bereit, wir retten die Zeit. Jetzt ist es soweit, die Reise beginnt. Wir sind die Adventurers! Kiko, Paul, Professor Krupnik hat sich aus dem Cybergefängnis gemeldet und berichtet, dass dieser elende Hacker einen neuen Angriff auf die Geschichte vorbereitet. Der Prof braucht uns so schnell wie möglich oder sogar noch schneller. Herrje. Aber nicht mal das wäre schnell genug. Nevin und Lola müssen noch 30 Minuten nachsitzen. Noch 30 Minuten? In 30 Minuten wird die Geschichte, die wir kennen, wie von der Tafel gewischt sein. Und dann kann der Hacker darauf malen, was er will. Wir müssen an der Zeit drehen. Und zwar schnell. Also, meine virösen Schönheiten, ich habe eure Programme ein klein wenig modifiziert und ich glaube, dass ihr jetzt endlich perfekt seid. Ihr werdet nun einen kurzen Sprung in das vorige Jahrhundert machen, wo ihr den Lauf der Geschichte für immer zerstört. Wie ihr wünscht, Meister. Niemand wird es wagen, einen Gott aufzuhalten. Oder die Untoten. Sieht so aus, als würde es heute nie 4 Uhr werden. Okay, Paul, wirf das Ding an! Ich bin mir nicht sicher, ob dein Plan wirklich funktionieren kann, Ed. Ich befürchte sogar, dass es für dich ziemlich gefährlich werden kann, wenn du dich auf Sheldrakes veraltete Elektrik einlässt. Die Sicherungen werden mich beschützen. Aber mach das zu Hause lieber nicht nach, Kinder. Also gut, wenn der Generator in die Hauptstromversorgung gestöpselt wird, ist Ed in der Lage, sämtliche Uhrwerke hier schneller laufen zu lassen. Die Uhrzeiger werden sich schneller drehen als eine Windmühle bei Stromstärke 9. Wie du meinst, Ed, da ja deine Schaltkreise auf dem Spiel stehen, hoffe ich mal, du weißt, worauf du dich einlässt. Da! Kinder, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Und weil es jetzt bereits 4 Uhr ist, könnt ihr von mir aus gehen. Hey, Nevin und Lola, kommt schnell her, wir müssen sofort los. Eine wirklich hübsche Frisur, Paul. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so trendy bist. Ja, er steht auf den erschrecktes Stachelschwein-Look. Du siehst aus, als ob du irgendwie unter Strom stehst, Paul. Lass mich in Frieden, das kannst du von mir aus meinem Friseur erzählen. Wenn du willst, borge ich dir meine Bürste. Oh. Keine Angst, die habe ich noch nicht für die Toiletten benutzt. Die ist nagelneu. Okay, Ed, zeig mal, was der Professor zu sagen hat. Sehr gern, ich verbinde. Aufgepasst, Leute, hier kommt euer Lieblingsprofessor. Hallo, Adventurers. Ich hoffe mal, ihr könnt mich hören. Der Hacker hat seine Virenagenten wieder in die Vergangenheit geschickt. Und dieses Mal nach Ägypten, zum 12. Februar 1926. Glauben Sie, er will diesmal die Sphinx in die Luft jagen? Kiko, es tut mir leid, aber ich kann ihn nicht hören. Das Signal ist viel zu schwach. Sein Ziel sind nicht die Pyramiden oder die Sphinx, sondern das Tal der Könige, wo ein britischer Archäologe namens Howard Carter gerade im Begriff ist. Schade, wir sind getrennt worden. Aber ich habe die Koordinaten und damit aktiviere ich die Startsequenz. Das war doch endlich mal eine richtig sanfte Landung, oder?
Hallo, ihr seid bestimmt das Vorauskommando von seiner Majestät des Königs. Ihr seid aber noch sehr jung. Wir werden noch zu Höflingen ausgebildet und wir sollen nachsehen, ob hier alles gut vorbereitet ist. Eine fabelhafte Idee. Ich bin sicher, Pharao Tutanchamun wäre davon begeistert. Liegt er hier etwa irgendwo begraben? Das will ich meinen, und zwar schon seit über 3000 Jahren. Wenn das stimmt, dann schreiben Sie am heutigen Tag bestimmt Archäologiegeschichte. Kann sein, aber das wissen wir erst, wenn wir die Grabkammer dort geöffnet haben. Doch ich hoffe mal, mich lässt mein Glück nicht im Stich. Ah, dort kommt offenbar seine Majestät. Eure Majestät, herzlich willkommen. Und wenn ihr erlaubt, würde ich euch gerne im Namen von Pharao Tutanchamun sagen, wie passend es für Sie als Ägyptens jetzigen König ist, der Entdeckung eines Ihrer antiken Vorfahren beizuwohnen. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass mir alle in die Grabkammer folgen. Seid wachsam, denn es wäre gut möglich, dass die Virenzwillinge Carters Triumph verhindern wollen. Ich glaube, Nevin hat recht. Ach übrigens, wie hupen die Autos in Ägypten? Tut, 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 Tutanchamun. Tut, tut, Tutanchamun. Entschuldigt, war nur so ein Gedanke. Ah, ich spüre die Anwesenheit meines majestätischen Vorfahren. Aber wo sind Ihre Arbeiter? Die hat bestimmt der Fluch der Mumie verscheucht. Das Grab wurde verflucht? Nicht doch. Ich versichere Eurer Majestät. Ich will keine Versicherung. Was für ein Fluch. Es gibt immer wieder Gerüchte, aber die alten Ägypter haben ihre Gräber nie verflucht. Oh! Es fällt mir im Moment schwer, das zu glauben. Nun, Eure Majestät, wagen wir es? Welch eine Herrlichkeit. Ich bin überzeugt, dass wir Pharao Tutanchamun dort finden werden. Diesmal sind wir den Virenzwillingen zuvorgekommen. Und sobald wir aus der Grabkammer raus sind, können wir wieder zurück nach Hause. Wenn du dich da mal nicht irrst. Das gefällt mir nicht! Wer seid ihr, dass ihr es wagt, auf diese Weise meine ewige Ruhe zu stören? Seid ihr Diebe oder etwa Grabschänder? Nein, mein edler Vorfahre, ich bin kein Grabräuber, sondern der König von Ägypten, der gekommen ist, um dir seine Referenz zu erweisen. Dann solltest du, jämmerlicher König, dich schon mal darauf gefasst machen, dass ich jetzt, da ich wieder im Reich der Lebenden weile, überhaupt keinen Wert auf deine Referenz lege, sondern einfach nur mein Land wieder zurückhaben will. Anubis, tritt hervor und hol dir diesen schändlichen Thronräuber. Er hat jetzt die Wahl, den Thron von Ägypten aufzugeben oder zu sterben. Ihr tut mir Unrecht, mein Gebieter. Es wird mir eine Ehre sein, ganz freiwillig Platz zu machen für den König von Ägypten. Eure Majestät! Oh nein! Die Virenzwillinge sind uns wohl beim Zuvorkommen zuvorgekommen. Das ist ja noch schlimmer als jeder Mumienfluch. Ein falscher Pharao, der die ägyptische Monarchie ins Chaos stürzen will. Eine Katastrophe! Es muss noch einen zweiten Ausgang geben. Ja, aber aus dem Tal führt nur ein Weg hinaus. Wenn wir uns beeilen, dann können wir sie dort noch abfangen. Versuchen Sie mich nicht zu befreien, Carter. Ich muss dem Willen Tutanchamuns gehorchen. Oh.
Verflixt, jetzt haben wir den Fahrer des Königs und beide Wagen auf einen Streich verloren. Jetzt bleiben uns nur noch die Kamele. Doch nicht diese Kamele dort. Ich mag die Viecher auch nicht. Die sind mir unheimlich. Allein schon diese Augen. Autsch! Ich warne dich, du Mistvieh. Ich verfüttere dich noch an die Krokodile. Wir müssen dem König folgen, aber jemand muss auch die richtige Mumie finden, um seine Majestät zu überzeugen, dass dieser Tutanchamun ein Schwindler ist. Woher wissen Sie, dass er ein Schwindler ist? 3000 Jahre alte Mumien stehen nicht so einfach von den Toten auf. Und das bedeutet nicht nur, dass dieser Pharao ein Schwindler sein muss, sondern auch, dass die echte Mumie noch immer dort drin ist. Na, drehen wir noch mal eine Runde in der gruseligen Grabkammer, Kiko? Also, wenn es darum geht, den echten Tutanchamun zu finden, dann bin ich ganz sicher dabei. Und falls, ich meine, wenn ihr ihn findet, dann kommt so schnell wie möglich nach. Wir verhindern inzwischen, dass der König irgendwelche Dummheiten macht. Oh, Sie meinen solche Dummheiten wie Kamelreiten zum Beispiel? Wenn Tutanchamun und Anubis nicht echt sind, wer sind sie dann wirklich? Gewisse politische Feinde des Königs, die seinen Aberglauben ausnutzen wollen, um das Land ins Chaos zu stürzen. Hey, Ed, politische Feinde oder etwa die Virenzwillinge? Du hast den Braten also gerochen, Lola. Ich dagegen rieche nur noch dieses schmutzige Höckerviech. Schneller, mein Freund, lauf, hier! Gib es zu, als du gesehen hast, wie dieser Virenzwilling aus seinem Sarg gestiegen ist. Ja, ich weiß. Für einen Augenblick habe ich gedacht, der Typ wäre wirklich echt. Wow, Entdeckung! Oh. Danke, Kiko. Hoffentlich gibt's wirklich eine Mumie am Ende dieses Tunnels. Dieser junge Mann weiß wirklich, wie man einen Kamel auf Trab bringt. Ja, er hat eine erstaunliche Reittechnik. Wow. Woher hast du gewusst, wo du drücken musst? Das ist Osiris, der Herrscher des Totenreichs. Und der passt auch irgendwie zu dem, was wir suchen. Ah. Oh nein, bitte! Was ist denn das schon wieder? Noch ein Abwehrmechanismus? Vielleicht ist das aber auch unsere Leiter zum Erfolg. Ich werd's mal versuchen. Sehr gut gedacht, Nevin, aber leider nicht ganz so gut gemacht. Ich zeig dir mal, wie das geht. Gleich hast du es geschafft, Kiko. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es weitergeht, bevor mir zu schwindelig zum Stehen ist. Kiko, ich bin mir sicher, das werde ich niemals so gut hinkriegen wie du. Kannst du mir irgendwie helfen, bevor dieses Teil Hackfleisch aus mir macht? Keine Angst, ich werde dir die Stange halten. Ich höre nie wieder auf ein Kamel, das mir sagt, es würde eine gute Abkürzung kennen. Ah, fabelhaft. Da ist der Streitwagen. Kommt mit. Wir kommen gleich nach. Ed, könntest du ein Leuchtsignal ausstrahlen, damit Nevin und Kiko uns hier finden? Na klar, das wird so wie mit dem Stern von Bethlehem und den drei Weisen aus dem Morgenland. Oh, ich glaube, wir haben ihn endlich gefunden. Wahnsinn. Lass dich nie mit einer Megavirus-Attrappe abspeisen, wenn du auch eine echte Mumie haben kannst.
Also gut, dann werde ich... Was? Macht euch alle auf ein Riesenchaos gefasst, gegen das ihr nichts mehr unternehmen könnt. Auch das noch? Ich hab doch immer so schreckliche Höhenangst. Möchtest du dich lieber mit dem Megavirus-Pharao anlegen? Ja, das wäre mir wirklich lieber. Hauptsache, ich muss nicht auch noch mit darauf klettern. Na dann, viel Glück. Und denk dran, wir müssen auf jeden Fall die Stellung halten, bis die echte Mumie hier eintrifft. Und das ist hoffentlich bald. Zu fest? Gut. Ich hab's geschafft. Wofür brauchst du denn diese Ersatzbatterie? Ich hoffe, ich komme dicht genug an die Virenzwillinge ran. Und dann werde ich ihnen eine spannungsgeladene Überraschung bereiten. Oh je. Yeah. Sehen. Sobald dieser König Trottelbart seinen Thron aufgegeben hat, haben wir diesen dämlichen Teil der Geschichte zerstört und dann verschwinden wir von hier. Willkommen im Tempel von Karnak, Eure Majestät. Ein prachtvolles Tempelchen. Findet ihr etwa nicht? Eins muss ich den Virenzwillingen lassen. Diesmal haben die beiden sich wirklich selbst übertroffen. Holographisches Dekor, Surround Sound. Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich selber auch darauf reinfallen. Der gute alte Ed. Hoffentlich haben Kiko und Nevin ihren Job auch so gut erledigt. Ich denke, wir werden doch nicht anhalten und nach dem Weg fragen müssen. Danke. Ich hab's ja geahnt. Der König ist wirklich gerade im Begriff, eine riesengroße Dummheit zu begehen. Dann dürfen wir jetzt keine Zeit mehr verlieren. Denk immer daran, dass diese Typen nur ein paar Megavirenspinner sind und überhaupt gar keine Chance gegen einen Paul haben. Attacke! Ich glaube, wir sollten einfach mal in diese feierliche Zeremonie reinplatzen. Na! Eure Majestät, sagt jetzt nichts Falsches! Ihr begeht einen furchtbaren Fehler! Jämmerlich! Beeilt euch! Wir müssen die anderen da rausholen! Bitte, Eure Majestät, fahrt fort. Ich glaube, ihr wart gerade im Begriff, einen heiligen Schwur zu leisten. Euren Thron aufzugeben und, was noch? Und danach werde ich die nächsten 5 Jahre auf einer Kreuzfahrt rund um die Welt verbringen. Ganz genau, das wird euch bestimmt gefallen. Und jetzt kniet vor dem Pharao nieder und leistet einen Schwur, so wie wir es eben besprochen haben. Sobald ich euch mein Wort gegeben habe, gibt es für mich kein Zurück mehr. Ich bin ganz Ohr. Was wolltest du mir denn versprechen? Was sagst du, Ed? Sollen wir diesen Megaviren gestatten, die Geschichte mit einem falschen Pharao kaputt zu machen? Natürlich nicht! Jetzt kommt unser großer Auftritt! Wow. Ich, König Fuad von Ägypten, schwöre bei allem, was mir heilig und wichtig ist... Halt!
Ja, ich bin es, der Sohn des Osiris, des Herrschers über das Totenreich. Und ich soll jetzt über Pharao Tutanchamun richten, der sich ohne Erlaubnis aus seinem Reich entfernt hat. Das ist bestimmt irgendein dämlicher Einheimischer, der sich verkleidet hat, um zu verhindern, dass wir die Geschichte zerstören. Aber der wird gleich meinen Zorn zu spüren bekommen. Osiris, mein Gebieter, wenn ich fehlgegangen bin, dann verzeiht mir. Mir lag nur das Wohl Ägyptens am Herzen. Geh zur Seite, damit ich diesen falschen Gott ins Reich der Toten schicken kann. Was ist das? Nein! Fürchtet euch nicht, eure Majestät! Anubis wird diesen Hochstapler vernichten! Oh nein! Ich hasse es! Der Meister wird wieder stinkwütend auf uns sein! Ah! Ich glaube, du hast recht, Lola. Osiris muss sich wünschen, dass ich meine Herrschaft über das Reich der Lebenden weiterführe, während Pharao Tutanchamun seine Reise durch das Reich der Toten fortsetzt. Wir haben Glück gehabt, dass die Betrüger abergläubig genug waren, um sich von deiner tollen Verkleidung täuschen zu lassen. Aber wo hast du die hergehabt? Ach, das Zeug habe ich in der Grabkammer gefunden und mir einfach übergestreift. Auf Wiedersehen! Bis gut! Und ihr wollt wirklich nicht mit uns fahren? Machen Sie sich um uns keine Sorgen. Wir wissen schon, wie wir nach Hause kommen. Okay, Klappe zu, Mumie tot. Fahren wir nach Hause. 5, 4, 3, 2, 1. Ein elektrischer Schlag? Ich verpasse euch gleich mal einen elektrischen Schlag. Ich verstehe das einfach nicht. Ich dachte, ich hätte sie perfektioniert. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Ich werde ihre Software verbessern und dann werden Krupnik und seine Komplizen ein für alle Mal untergehen. Während meine Träume vom herrlichen Chaos endgültig triumphieren werden. Ja, es lebe Neville! Der mächtige Herrscher über das Totenreich! Beeindruckender Titel, Neville. Aber solange du noch unter den Lebenden weilst, habe ich allein über dich zu bestimmen. Und da aus mir unverständlichen Gründen sämtliche Schuluhren schneller gelaufen sind, musst du mit Lola noch eine halbe Stunde nachsitzen. Und zwar jetzt sofort!